Danke. Ich möchte euch heute hier im Publikum einen Mann vorstellen, der zufällig mit der Gruppe Kenny mit nach Wien kam. Wir haben es vorher wirklich nicht gewusst. Das ist der Phil Coulter. Wollen wir begrüßen hier, oder? Das kam vielleicht nicht ganz so spontan, weil Sie alle nicht gewusst haben, was dieser Mann schon alles geschrieben hat. Soviel ich weiß, hat er geschrieben Puppet on a String, er ist der Komponist von Congratulations, what else? My Boy by Elvis Presley, all the Bay City Rollers hits, Kenny hits, and I could go on for a long time. Ich glaube, also diese Titel, die er uns da geliefert hat, die sind aber nun echt einen Applaus wert. Danke. Phil, was uns hier vielleicht jetzt am meisten interessiert ist, wir würden ja alle gern solche Titel schreiben. Wie schreibt man denn so einen Titel? Wie kann man denn so ein großer Komponist werden? Phil, what we are really interested is, how can you do such hits? I mean, is it so easy to push out hits like this? Puppet on the String, 5 Millionen verkaufte, haha, lebe schon herrlich. Also, how do you write your hits? How are you going to do it? I get drunk once a week. Ich bin einmal in der Woche besoffen. And it's only when I'm drunk that I can write hit songs. Und nur wenn ich getrunken habe, kann ich Hitsongs schreiben. Das wollen wir gleich korrigieren, das kann nie stimmen. No, it's not true, is it? No, it's not true. It's not quite as easy as that. Yeah. It's just work. Er sagt so einfach, ist es nicht, sondern es ist einfach echte Arbeit. Kannst du dich noch erinnern, wie du hier in Wien bei Puppet on the String im Grand Prix Eurovision gewonnen habt? Wie habt ihr denn dann nachher gefeiert? When you have been in Vienna and had this first place on the Grand Prix Eurovision, how did you celebrate it? Well, that week I was drunk for 3 days. Also da war er wirklich, das glaube ich. Da hätte ich auch mal. Das glaube ich. Also, ohne, damit wir das auch richtig verstehen, er war trunken vor Freude 3 Tage lang. Aber ein bisschen was hätte ich, also bei der Gelegenheit auch. Ich muss die Frage korrigieren. Er schreibt zusammen mit einem zweiten Mann auch die Musik für Kenny. You're writing with a second man, the music for Kenny. Is that correct? Yeah, my partner Bill Martin. We've been writing together since Puppet on a String. We still write together. Es gibt einen Partner, der heißt Bill Martin, und die beiden schreiben zusammen ihre Lieder. Did you also do Congratulations and Puppet on a String together? That's right. Also das haben sie auch zusammen gemacht. Why didn't you bring Bill Martin with you? Somebody has to stay at home and work. Also irgendeiner muss zu Hause bleiben und arbeiten. Ich glaube, wir gehen jetzt noch ein bisschen. Dankeschön, anyway, Phil Coulter, for coming. Thank you very much indeed. Wir haben aber Zeit, dass wir noch ein wenig zurückgehen zu den Sparks, okay?